Hallo, guten Tag, hat er gesagt. Wir haben den Angriff eigentlich recht erfolgreich irgendwie geschafft. So ein bisschen. Hier haben wir es endlich gesetzt. Wir können jetzt Pet updaten. Ich guck mal hier. Wir hatten hier unten Weidejahr von irgendwo hier ziemlich weit unten. Mal ein bisschen kicken. Wo ist sie? Da. Oh. Hier im Weidenbusch. Den werde ich natürlich jetzt nicht entfernen. Oh, hier haben wir ganz viel Weide gefunden. Und hier werden wir jetzt auch einen hinmachen. Ich weiß nicht, warum es hier Weide gibt. Aber das ist mir auch Wurst, ne? Weil Hauptsache hier gibt es den anderen Stuff. Und dann ist gut. Guck mal, hier gibt es auch Heidelbeer. Ohne Ende Heidelbeer. Krass, ey. Wenn wir die hier umsetzen könnten, dann wäre das eigentlich noch eine richtig geile Sache, aber kann man nicht. Aber es gibt hier Heidelbeer ohne Ende. Und das ist auch schon was wert. Und wir haben natürlich, denn es ist richtig weit weg. Darüber brauchen wir nicht erzählen. Wir hätten es hier, oder reden. Ne? Wir hätten es viel, viel näher haben können. Aber ja. So ist es eben nun mal. Können wir jetzt auch nicht ändern. What else? Ist so halt. Ne? So. Ich würde gerne mal wissen, hier diese Jäger, die wir hier irgendwo hatten. Achso, Jagdhaus, Jagdhaus. Achso, da fehlt ein Eisen. Ne? Wir produzieren jetzt weniger, weil wir haben ja gar kein Eisen. Müssen keins mehr so viel, ne? Hab ich überhaupt eine Ansicht für Eisen? Nö. Nicht. Ich habe für alt eine Ansicht, aber nicht die Ansicht. Was sind das für ein Blödsinn? Komisch, ne? Okay, mal die 100 Dinger haben sie da schon drin geballert, ne? Kommt hier noch oh, 21 kannst du in deinen Kahn schleppen? Oh, nicht schlecht, ne? Hier freue ich mich ja auch schon. Das ist ja auch schon fast so weit, ne? Das ist krass. Weil hier haben wir den ja auch. Dann wären wir. Sie hier ist es ja. Och Gott. Ey, das ist fast zeitgleich, ne? Dann haben wir es ja wirklich aktuell, denn aktuell richtig geil. Gleichzeitig fast. Fast. Okay, mal, da hat Geld ballern sie auch schon rein. Mach hin, mach hin, mach hin. Wir wollen die Stufe 3. Wir wollen die Stufe 3. Und dann lege ich auch ein Ei. Was? Was? So. Aber dann, glaube ich, geht es hier, denke ich mal, fast schon richtig gut ab. Weiß ja nicht, ob denn hier noch viel fehlt vom Spiel. Gibt bestimmt so welche, die gesagt haben, so, boah, ja, hier, ich baller auf 1000 hoch. Kann man machen. Muss man nicht. Aber ich denke mal so für unseren. Für so eine kleine Folge 20. Ne, 22 sind wir. 21. Irgendwie so. Für wird schon gehen, ne? Da kann man schon sagen, so, ja, hier. Der ballert schon ein bisschen rein. So, und wenn jetzt nur derjenige an Skorbut erkrankt, ne, das Gold hier noch reinballert, dann wäre ich mal richtig froh. Komm, wir nehmen uns. Ich glaube, das hier ist er, der hier unten läuft. Nee, doch nicht. Das ist ein mieses Ding, ne? Wer wird sein? Wer bringt hier das letzte Geld hinein? Und macht den Sioni verdammt, verdammt glücklich? Glückblätsch? Gar keiner anscheinend. Guck mal hier. Das ist keiner bemüht sich, damit der Tausch mal fertig wird. Heftig, ne? Hier kommt echt keiner. Hier laufen so viele lang und wuseln. Aber keiner wuselt bei der entscheidenden Sache. Oh, oh. Ach ne, der hat nur Stimme. Sechs neue Dorfbewohner. Da hätte ich lieber Würmer. Naja, ist ja nicht nur eine Frau, die das macht, ne? Sind ja mehrere. Darf man den vergessen?
So, wie sieht's hier aus? Ihr habt da ganz schön klein gewütet, glaube ich, ne? So. Da passiert einfach nichts. Ja. Ich weiß, ich hätte schon viel, viel früher machen können. Aber ich habe nicht gewusst, dass das jetzt so lange dauert. Wir können schon mal gucken, was wir denn bauen können, ne? Konservierung und Käserei in der... Boah, nee, ich weiß sie diesmal ab. Einmal weisen wir ab. Hier hätten wir auch noch eine Fassbinderei, was ja eigentlich viel cooler ist, ne? Hier, für die Lebensmittel ist ja mega, ne? Oh, es wird hergestellt. Wow. Oh, guck mal. Guck. Jetzt können wir hier schon mal gucken. Ja. Was müssen wir hier machen, um zu verbessern? Oh. Der Rübenkeller. Ich werde den gleich mal verbessern. Einfach so, weil es kann. Einfach so. Wir haben eh nicht die richtigen Materialien, um hier alles zu machen. Aber zumindest kann ich so tun, ob hätten wir die richtigen Materialien, um alles zu machen. Ich guck mal hier unten, vielleicht passiert ja hier auch was und die bringen hier was hin. Ich würde ja ganz ehrlich hier einen Karren benutzen. Ja, alles runterzubringen. War hier irgendwo ganz weit unten, ne? Da war's. Ah, hier ist noch nichts passiert. Hier ist noch gar nichts passiert. Aber hier haben wir wenigstens ein paar, ne? Hier so ein Busch, 4, hier 16. Das ist natürlich dann eine tolle Stufe. Und besonders, wir haben hier auch geile Wurzeln. Die das natürlich dann auch perfekt machen, ne? Würde den sogar ja auf Priorität setzen hier. Weil für die 10 Dinger wird das ja so gehen. Oh, wir waren auf kleine Stufe. So, ab zurück geswitcht. Das heißt natürlich für uns, wir können ja bauen, bauen, bauen. Und das Leben wird immer schöner. Und besonders, wir können das hier machen. Die ganzen verdammten Straßen können wir jetzt upgraden. Besonders eben auch die Hauptstraßen. Ich weiß zwar nicht, ob das besser ist. Ob man da mehr sehen kann. Aber wir können es jetzt endlich machen. Wird schon verbessert. Ist ja okay. Hau mich nicht. So, so, ich weiß, ich mache schon wieder richtig viel. Aber wir wollen natürlich... Ja, hört auf, meine Viecher zu fressen, ne? Aber wir wollen natürlich auch hier ein richtig geiles Dorf haben, ne? Und dazu gehört es einfach, dass wir die Straßen, die edlen Straßen, auch edel verbessern. Und da natürlich dann ganz viel rein investieren. Ich könnte auch machen, dass wir sagen, ey, pass mal auf, wir machen hier mal 10. Aber wir haben ja noch ein paar frei, ne? Und dann könnt ihr hier mal ein bisschen wirklich kloppen hier wie die Weltmeister. So. Sonst so können wir hier Spalt, Dingsbum, können wir eigentlich ziemlich viel hoch machen. Außer so eine Töpferei, die musste wirklich nicht so viel hoch gemacht werden. Aber wir kriegen ja auch gut viel Stuff, ne? Das muss man ja auch sagen. Wie sieht denn aus mit Flachs eigentlich? Haben wir Flachs oder haben wir gar keinen? Ach, guck mal hier, Flachsen 900. Die Erntung geht gerade auch anscheinend hier voll in... Oder? Na, zumindest wurde irgendwas eingelagert. Ja, das ist ja dann okay, ne? Was ist denn da drin? Ist da ein Reh drin? Oder wer ist da? Da ist ein Mensch drin. Ach, guck mal, irgendwann wollten wir die auch mal bauen. Wir haben einfach mal extrem viel angesetzt, was mit Holz zu tun hat, ne? Weil wir wahrscheinlich hier unten bei unserem Arbeitscamp kaum noch Holz finden. Warum ist denn hier keiner mehr frei?
Ah, wir haben ja hier oben eigentlich alles. Schon geballert, was abgeräumt werden muss. Guck mal, hier ist noch ein riesen Waldgebiet, was ihr roden müsst. Also das muss man auch erstmal so hinkriegen. So, bei 7 brauchen wir nicht 2 umbringen. Hier brauchen wir auch noch nicht umbringen. Weiß nicht, die überlappt sich auch so hässlich. Vielleicht mal das eher so hier machen. Damit sich das lohnt. So, wenn der Winter jetzt kommt, wir haben ja nur 20, ne? Also, ganz ehrlich, hätten wir uns das mit der Mauer ja eigentlich gar nicht sparen können, weil... Weißt du, wenn du dir das sparst, dann kannst du ja auch gleich denjenigen sagen, hier habt ihr mein ganzes Geld. Oh, und da ist noch so viel, ne? Bei jedem 3. Ach du heiliger Bimbam. Ach du heiliger Bimbam, ey, Sioni, was hast denn da jetzt gemacht und gebaut? Ich geh nochmal hier unten gucken. Das interessiert mich wirklich, ob die denn sich hier Mühe machen und hier die 10 investieren wenigstens oder ob das... Das ist ja schon wieder... Ey, wie gebärt ihr denn? Besonders warum so spät im Jahr? Hört mal auf, Kinder zu machen. Problem ist nur wirklich, hier brauchen wir es ja auch, ne? Wir müssen ja jetzt hier schon wieder so ein bisschen annehmen, tun wir keine mehr. Haben wir jetzt auch mal mehr ältere Menschen? Oh, 4 Stück. Ah, da fällt mir geradezu ein, ne, bei diesem Vierer-Thema. Wir haben ja hier einen Friedhof. Und wir haben schon 20, aber nur 20. In 20 Jahren? In 19 Jahren. Naja, aber ist ja fast das Gleiche. Das ist ja gar nichts. Da haben wir ja bisher gut gehaushaltet, muss ich sagen. Mit unseren, die sich für uns wegopfern könnten. Und auch mal eine Runde sterben dürfen für das Wohl des Volkes. Finde ich persönlich. Ich wollte mir das mal hier so richtig angucken, ne? Also die gehen dann hier so rein in so einen Park. Ein Parkfamilie. Und dann gehen sie hier so durch und dann... Ah, und deswegen ist das hier eine schöne City. Hier oben haben sie einfach so Blumen und Beete. Ja, Sonnenblumen. Sonnenblumen würde Frauchen noch gefallen, aber sonst so der Rest ist ja ein bisschen... sieht ja nicht so geil aus, wa? Hase, sag doch mal, guck dir das mal an. Wenn du sowas jetzt in deiner Gegend hättest, ne? Sowas hier, so ein Sonnenblumenkiste. In diesem Mittelalter-Szenario, würdest du dann sagen, boah, ich wohne schön? Ja, okay. Gut, klar. Das ist das Ding da schon erledigt, ne? Dann habe ich wohl keinen Geschmack. Außer bei meiner Frau. Da habe ich wohl den besten Geschmack bewiesen. Da habe ich alles, was sich so im Leben so zusammen hier schmackisiert hat, zusammengelegt. Oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. So. Okay, mal hier hinten bauen sie auch noch. Hier sind es aber nicht mehr so viele Abschnitte, die wir bauen müssten. Aber der Winter wird hart, Jungs, Mädels. Der wird richtig hart. Das sage ich so, wie das. Der wird echt nicht knusprig. Sucht nach Kleidung. Alles klar. Dann suche sie. Und das wird kalt. Jungs, Mädels, das wird echt kalt. Oh, Wagen, ne? Naja, die brauchen schon. Und die müssen auch. Ein Soldat fehlt noch. Der ist jetzt nicht ganz so wichtig, weil der kostet eigentlich nur noch Geld. Naja, klar, Brennholz ist knapp.
Hier liegen ja auch genug Brennholz da. So coole Dingsbums wäre natürlich auch eine Sache. Lass mal gucken hier. Cholera, der hier. Der Holzkörper wird verwendet, um Holzkohle aus Stämmen zu gewinnen. Anstelle von Kohle kann bei Bedarf Holzkohle verwendet werden. Aber dass man nicht... Da brauchst du auch wieder Brandholz, ne? Da brauchst du Brand. Kerzenwerkstatt. Muss ja überall hier was brennen. Töpferei. Imkerei. Ne, da brauchst du nichts, aber... Eine Möbelwerkstatt. Oh, da brauchst du wieder Holz. Eine Brauerei. Ach, lecko mio, ne? Gießerei. Gießerei ist jetzt wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Hat hier irgendeine Industrie überhaupt schön? Sind alle laut und machen hässlich oder was? Alter. Ja, ich komme. Wir müssen erstmal handeln. Also von der Industrie macht keiner irgendwie geil. So. Mein Junge, was würdest du gerne kaufen von mir? Oh ja. Oh ja, das ist gut. Da kannst du gleich wieder welche haben. Wird das gleich alles dir verkaufen. Okay, mal, wir haben Fellmäntel. Da kaufe ich dir sogar alle ab, die du hast. Okay, brauche ich nicht. Teig würde ich gerne auch kaufen. Siehst du, diesmal ist es ein bisschen besser immer. Was hatte ich davor? Ach, die Mäntel, ja, genau, da sind sie. Oh, 123. Oh, guck mal hier. Was ist denn da los? Jetzt geht's aber ab hier. Geil. Ich würde gerne noch mehr hier kaufen von denen, ne? Aber der reicht schon in einen Tag ab. Nein! Nee, du, davon kriegst du gar nichts. Hier. Die kannst du meinetwegen haben. Die Felle. Wir haben sogar noch richtig viele Felle über, ne? Na klar, also erstmal, wenn wir es haben, ne? Also, ne? Dann haben wir es ja halt, ne? So ein Bierchen? Nö, Bierchen nicht. Getreide? Nee, Getreide auch nicht. Nee, der Rest ist ziemlich uninteressant. Danke für nur nichts. Ja, und jetzt sind wir hier halb am... Wir brauchen mehr Platz. Und zwar richtig Platz. Oh, der geht aber schnell hier. So, Nahrungsproduktion. Wenn wir hier gucken, haben die auch nicht geil. Also... Okay, mal das macht. Eine Scheune ist hässlich, okay. Und hier eine Mühle ist auch richtig hässlich. Und eine Räucherei ist hässlich. Ja, wahrscheinlich wegen... Oh, dann müssen wir ein bisschen planieren hier, das Ganze. Gut. Dann könnt ihr ja machen. Das ist auch ganz gut. Hier ist das auch noch alles voll. Hier, ah, das ist nämlich richtig gut. Der hat gar nicht so viel gekriegt, ne? Fruchtbarkeitsmäßig. 42. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Die dürften wir jetzt ja auch schon machen können. 56. 41. Ja, ich hoffe nicht, dass das irgendwann mal runter geht hier, ne? Mit den ganzen. Ziegebrennerei wäre natürlich auch interessant. Also wir haben die Annehmlichkeiten, hier auch ein Theater, monatliche Kosten, die hätten wir natürlich. Hier ist keine Kosten. Ohne Kneipe. Oh, die ist aber klein.
Okay, mal Sniper finden sie alle richtig geil, ne? Kneipe finden sie cool. Eine natürlich für eine Kneipe brauche ich auch, muss ich ja ein bisschen was produzieren. Und hier eine Brauerei. Weil sonst wird es ja nicht so. Getreide. Eine Brauerei. Wo können wir die denn hinsetzen? So, und die Ziegel fände ich ja auch noch geil. Ich muss mal gucken, was haben wir denn jetzt? Das haben wir hier ja eigentlich alle schon durch, ne? Dann hätten wir hier im Karai haben wir auch schon durch. Den haben wir auch schon durch, den haben wir durch. Den haben wir einmal. Und dann Holzkohlemeiler. Ne, der macht ja Brandholz. Mache ich jetzt noch nicht, ne? Sonst haben wir noch Rüstungsschmiede. Dazu brauche ich nur natürlich auch die Gießerei, weil sonst macht das ja gar keinen Sinn. So, Möbelwerkstatt ist vielleicht jetzt noch nicht ganz so wichtig, aber hier die Gießerei. Und die Gießerei ist ja auch so was, ne, was keiner so mag, weil das natürlich auch ein bisschen Dreck macht. Mal gleich zweimal die Gießerei, einfach weil es kann. So, eine Schmiede und hier eine Zieglerei. Oh, die ist aber, das ist aber ein fetter Oschi, ne? Mal gleich zweimal. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich habe ich zu viel Geld und wir haben zu viele Ressourcen, die wir jetzt wieder verschwenden könnten. Irgendwann mal zumindest. Und dann ist gut. Aber dann haben wir wenigstens genug reingeklatscht, dass wir uns das angucken können. Ich gucke hier unten noch, was meine Weide macht. Ob wir jetzt sagen können, okay, das lohnt sich alles, was wir gebaut haben. Das lohnt sich ja nicht, ey. Wissen die überhaupt, wo es hier hingeht, oder? Die haben hier noch nichts gemacht. Die bauen alles, außer das. Wenn die das nicht bauen, meine Freunde, ne? Wieso machst du Obst transportieren, Freundchen? Mach dir die Beute fertig, sagt ihr. Gucken wir mal, wie das hier, demnächst dann auch noch schöner wird. Oh, der Bär. So, der hat den. Okay. Was? Tierfang mit Fallen. Lege Anzahl der Tierfallen fest. Mhm. Na klar, ihr macht das schon. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Nee, ich will jetzt eigentlich wissen, dass der jetzt endlich stirbt, ne? Ja, also so ein Jäger ist ersetzbar, ne? Kommt hier noch einer, der hilft? Da ist einer. Besser ist. Besser ist das. Und hier haben wir 9. Wir schlachten mal ein. Das werde ich jetzt in neuen Auftrag nehmen. Hier sind wir mittlerweile bei 7. Alle gut, ne? Alles richtig gut. Super, ne? Ich sag tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dann. Ciao.